Heute habe ich ein weiteres erfrischendes Cocktailrezept für euch, und zwar Kiba, einen leckeren Kirsch-Bananen-Cocktail. Und ja, wir fangen jetzt auch sofort mit der Zubereitung an. Zuerst füllen wir das Glas ungefähr bis zur Hälfte mit Crushed Ice. Anschließend kommt Sauerkirschsirup hinein, das Bananennektar langsam hineinfüllen und zum Schluss Sauerkirschnektar ebenfalls langsam darüber gießen. Durch das langsame Hineingießen entsteht nämlich ein toller Farbverlauf und ich finde, das macht einfach einen Cocktail aus. Und ja, fertig ist unser Cocktail. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!